Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Unchained Roleplay. Schön, dass du wieder hierher gefunden hast. Ich bin gerade hier ein bisschen aus der Puste. Und jetzt geht's weiter. Gucken, ob der Henry fertig ist. Oh, schön Päuschen gemacht gerade. Und nebenbei nochmal eingeschleudert, deswegen bin ich jetzt so aus der Puste. Schön. Okay. Da bist du ja, Curtis. Hallo. Hallo. Und, bist du nicht geworden? Ja, ja. Und du? Ich auch. Ja, check mal her. Okay, dann müssen wir laufen. Also das habe ich als normalen Mantel. Warte. Oh, der Baron, oder was? Dreh ich mal um. Oh, da sieht doch super aus. Ganz schön pelzig. Ja. Der ist wahrscheinlich sauwarm, oder? Ja, genau, das ist der normale Mantel und das ist der geschlossene. Ah! Angenehm. Ja. Aber der ist auch schauwarm, oder? Der ist ja innen gefüttert. Ja, der ist. Aber also ich glaube, bei so einem Wetter würde ich jetzt dann ohne. Ja, innen ist komplett pelzig. Boah, krass. Okay. Ja, jetzt du. Also, ich habe noch so eine. Guck. Wie ist das? So eine Tasche, ja? Ja, ich habe schon eine Tasche jetzt. Mhm. Sieht echt cool aus. Und, ja, stimmt. Kriegt man noch mal ein bisschen mehr mit. Und ich habe jetzt hier den Hut. Derselbe ist wie deiner, sehe ich gerade. Nur mit anderem Leder. Und andere Farbe so ein bisschen, oder? Und jetzt, oder falsch deswegen das auch nicht? Ja, andere Farbe. Komm mal mit. Das meinte ich ja mit anderem Leder. Ach so. So, und jetzt stellst du dich genau hier hin. Ja. Okay. Und ich werde jetzt mich umziehen. Ja. Und dann werde ich hier ums Eck laufen. Ja. Und du stellst dir vor, du kennst mich nicht, okay? Okay. Also. Gut, alles klar. Moment. So, Freunde. Was kommt jetzt? Das wäre gleich ein ganz anderer Mann. Gib mir dein Gold. Ach du Scheiße, Alter. Du hast zum wie... Wo ja. Was, wie hast du das denn? Guck dir mal den Mantel an. Oh mein Gott. Das ist ja... Das ist ein Brett, oder? Das ist ja richtig krank. Oha. Also indem ich warm und ich habe an den Ärmeln genug Schnallen, um die Tiere an dem Pferd festzumachen. Ja, weißt du, ja. Da waren immer genug Schnallen dabei. Ja. Und so. Und es kann ja mal passieren, wenn wir von Bären angegriffen werden oder sowas, wenn wir jetzt das durchziehen mit dem Jagen, ja, dass wir dann irgendwo angegriffen werden, dann brauchst du mal geschwind irgendwas, um eine Wunde abzuklemmen. Hm. Und dann haben wir immer, genau, oder so, und dann haben wir immer genug so Schnallen dabei. Das stimmt, hast du noch was gekauft, außer dieser Maske und dieser verdächtigen Brille noch? Die verdächtige Brille, das gehört zur Maske. Ach, das gehört zur Maske? Das ist gerade drin, guck. Und das hat der ganz normal verkauft bei den Masken? Ja, das ist die Nummer, ich glaube Schild war Nummer 89. Okay. Das ist ja schon hochkriminell, dass der sowas verkauft. Ja, guck mal, wie das aussieht, Joe. Siehst du dadurch was? Ja. Guter Fang, der Herr. Was war das denn jetzt? Wer sagt das? Ja, jedenfalls, Okay, hast du sonst noch was gekauft? Und der Mantel hier. Ja, den hast du den nicht vorher schon? Ja, irgendwann mal hatte ich den mal, ja. Ja, genau. Genau. Und sonst erstmal. Ich glaube erstmal nichts. Okay, also das war ist krass. War ja trotzdem $17, mein Freund, ne? Ja, das ist krass. Wie viel hat die Tasche gekostet? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube 3 oder 4. Ja, das sieht gut aus. Schön. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Messer oder sowas. Ja, guck mal in den General, ich komm gleich. Ob der ein Messer hat. Ja. So, wir sehen aus, als wären wir sonst was für ein Ganove. Schön. Okay, pass mal auf, ich habe nämlich noch eine Idee.
Okay. Da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Ja. Oh, Obacht. Du sag mal. Was? Da drin hat's eine Jacke. Wo? Ne, im Waffenladen. Im Klamottenladen. Keine Ahnung. Ja. Da ist mir aufgefallen, mit meinem komischen Ding auf dem Rücken. Aha. Wie wär's denn mit der Jacke? Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die hat das Schild 507. Weiß nicht. Von den geöffneten Jacken. Hast du die gesehen? Ich weiß nicht, ich hab nicht genau geguckt. Du kannst dir ja mal anschauen. Ja, dann. Und dann gucken, ob du die vielleicht möchtest. Weil du dann die haben könntest, wenn ich das Ding hier anhab. So Partnerlook-mäßig. Also das würde dann, würden wir beide etwas komisch aussehen und nicht nur ich. Und welche Nummer? 507? 507 bei den offenen. 507, ja, ich guck mal. Schau mal nach. Das ist ganz schön interessant. Ich bin noch vorne an Postkasten. Oh, ich bin schon lange am Pferd. Das wäre dann, also das wäre schon scary, oder? Ja, auch wagen, oder? Oh, er hat sie gekauft. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, pass auf jetzt. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guck dir das mal von hinten an. Oh. Dreh ich mal schon. Guck mal her. Ach du heilige Maria Mutter. Ja, aber gut, passt doch, oder? Ja, das passt. Mein fetter Mantel und deine kranke Jacke. Ich mag das, es gefällt mir. Ja, sieht gar nicht über... ich weiß nicht, ob man uns nochmal überfällt. Vor allem, ich kann ja noch so machen. Stell dir mal vor, spiel das mal kurz aus. Also du kommst jetzt von hinten und sagst so, ah, gib mir dein Gold. Mm. Und dann musst du mich anschauen, pass auf. Okay. Gib mir dein Gold. Ja, bitte, was? Ich hab nichts gesagt. Also da, ich denk, also da, also... Ja. Also ich hoffe, dass es... Das sieht ja aus, als würden wir Kinder entführen und umbringen. Als wären wir irgendwelche Gottesanbeter. Ja, das, also, ich weiß nicht. Wir können uns ja vielleicht mal überzeugen lassen von so einer Glaubensart. Wir müssen uns vielleicht mal informieren. Ich meine, die Deputies fragen, ob sie Angst haben. Schön. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht? Sind bescheuert oder was? Wieder Howdy. Howdy.
Ja, jetzt mal Hand aufs Herz, wir sehen echt aus, als würden wir irgendwelche, weiß nicht, als würden wir Zaubertränke machen oder sowas. Ja. Oh. Guck mich an. Ja, deine Jacke ist auf jeden Fall gruselig. Mm. Mein Mantel ist halt auch ein bisschen gruselig. Vor allem mit den Schnallen. Ja, das sieht aus, als würde ich dich gleich fesseln, du geiler Sau. Okay, komm. Lass mal ein schwarzes Brett schauen. Und dann gleich mal beim Werkzeugmacher vorbeigucken, ob der vielleicht ein Messer verkauft oder so. Beim was? Beim Werkzeugmacher vorbeigucken, ob der vielleicht ein Messer. Ja, wie viel Geld hast du noch? Die kosten so in der Regel 5 Dollar. Ja, ich hab den noch 17 dabei. Ah, super. Ja, dann nimm am besten aber nur 5 mit, weil nicht, dass wir unterwegs noch überfallen werden. Ich glaub sowieso selber nicht. Na, ich weiß nicht. Boah, scheiße, sieht das heftig aus. Also ich würde mich nicht von hinten sehen wollen. Na, vor allem mit der Flinte. Überleg mal, ich hätte jetzt noch so eine Flinte um. Ach du Scheiße. Ja, warte mal, mein Gewehr. Pass mal auf. Krass. Das ist viel zu krass, oder? Ich sehe ja viel zu heftig aus. Und er dann mit der Jacke, das ist ja gar nicht scary oder so, ne? Oh, ja, das ist... angsteinflößend. Ja, durchaus. Gut. Und dann noch, pass auf. Moment. So würde ich dir auf gar keinen Fall begegnen wollen. Ja, das sieht, aber du siehst fast nichts durch das Ding. Das glaube ich dir, deswegen trägt man das auch nur, wenn jemand überfällt. Ah, okay, weil wir das so oft machen, ja. Ja. Ah, lass mal ein Shaloon. Ein bisschen. Howdy. Howdy. Ah, ja. Ich fühle mich jetzt... jetzt fühle ich mich richtig... Was denn? Stark? Ja. Ja. Mein Vater hat immer gesagt, Kleider machen Leute. Da hat er aber nicht ganz unrecht. Ja, ich weiß ja nicht, da muss ich nur noch ein bisschen mehr Whisky trinken, dass ich dann so eine raue Stimme bekomme. Und dann kann ich immer sagen, was willst du, verpiss dich. Schön. Ja, genau. Ja, aber das wird gut, also. Sollen wir dann mal noch ein bisschen auf Jagd gehen? Oder... ja, wie gesagt, ich könnte mal im Werkzeug mal vorbeischauen. Ja, genau, so, das wäre, ja. Und so. Die Munition habe ich besorgt. Sehr gut. Und hier sind auch noch 27, habe ich glaube ich noch Patronen. Also reicht auf jeden Fall. Und der Bogen habe ich halt noch 4 Pfeile oder so. Ja, gut, ich meine, wenn die Pfeile nicht aber gut, wenn wir dann eben mit dem Messer machen, dann ist ja halt ja, so wild. Lass uns den Messer, das können wir mal probieren. Ich sehe aus, als würde ich gleich. Ich fühle mich, als würde ich gleich irgendwen umbringen. Ich mich auch. Das ist unglaublich. Ali. Achso, Pferd, ja. Sehe ich übertrieben aus? Ganz und gar nicht. Alles völlig normal. Du auch. So, und wohin jetzt? Schon Bergcheckmacher. Ja. Und der ist wo? Der in an der Emerald. Ja, genau. Oder halt nach Rhodes. Das ist auch deutlich weiter. Ja, dann halt Emerald Station. Aber Augen genau. Offen halten, vielleicht finden wir unterwegs noch. Oder ja, schon. Ein paar Tiere. Ein paar Tiere, ja. Naja, komm. Du gehst links vorbei, ich gehe rechts vorbei. Andersrum. Alles klar.
Scheiße. Ne, wir gehen da auch lang. Achso. Ja. Da gibt's die Tür. Howdy. Howdy. Servus. Was hat der gesagt? Scherwusch? Weiß nicht, ich hab's nicht genau verstanden. Ich auch nicht. Mein Hund hat gerade irgendwas vom Schrank geworfen. Schon schön die Augen offen halten, ja? Mhm. Machen wir schon, du guckst immer nach rechts rum und ich gucke immer nach links rum. Okay. Nach Tieren. Ja. Yeah. Hallo! Hier lang! Also ich bin schon vor einer Minute abgebogen. Ach so? Na ja. Was denn da hinten? Was? Da geradeaus. Ach, ich glaube, das war mal so ein Ölbohrturm. Nein. Okay, schauen wir mal schnell dahin. Ja. Auf jeden Fall nice, ne? Das Outfit ist auf jeden Fall furchterregend. Angsteinflößend. Wir sind auch wie Kopfgeldjäger. Fällt mir gerade auf. Ja. Scheiße. Ja, an die Schnallen, da hänge ich immer die Köpfe ran. Das sind aber viele Köpfe. Könnte man erzählen. Wenn wirklich jemand kommt und uns ausrauben will, sagen wir. Aber wisst ihr überhaupt, wenn ihr euch anlegt, Kinder? Ich würde mir das jetzt schon mal ganz genau überlegen, Shay. Weil ich. Ja. Yeah. Ich habe bestimmte Mittel. Und ich werde euch jagen. Und ich werde euch finden. Und ich werde euch töten. Status. Und dann gehen sie und weinen. Okay, mach langsam. Im Optimalfall tun sie das, ja. Ja, ich. Und wenn die da drauf nicht anspringen, dann sind wir am Arsch. Ja. Dann müssen wir sich abknallen. Ja, schade. Ein Esel. Ein Esel. Adi. Weißt du was, wir müssen uns das merken, du musst dir das aufschreiben. Einem regelmäßigen Ankäufer sozusagen. Was denn? Grünkohlauflauf.
Bring Kohl auf noch? Das heißt, wenn wir schon überfallen werden, so zu sagen. Ja, okay, was ist das? Ist das Codewort Grünkohl auflauf? Da schiebt man die Waffen und knallt die ab. Okay. Grünkohl, kannst du das merken? Grünkohl auflauf, oder ja. Der, oder der Adler schnuppert im Nebel des Todes. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Nee, lieber den Grünkohl auflauf. Okay, Glück. Sicher. Mal, ja. Audi. Audi. Verkaufen Sie Messer? Jagd- oder Filetiermesser? Nee, ja. Was ist denn der Unterschied? Das eine benötigt man zu fischen und das andere tötet man das Wild mit. Ich nehme für das Wild. Okay. Ein Jagdmesser? Genau. Auf guten Moment. Sie können ruhig ein bisschen über den Tisch ziehen, der Mann hat verdient. Also sagen Sie sowas wie 8 Dollar oder 9. Nein, das machen wir nicht. Okay. Dann nur 4. Ja, die Standardpreis halt, ne? Genau, man kennt das schon. Ja. Ich muss hier erst immer so ein bisschen wühlen, bevor ich an die Sachen da dran komme. Ja, das passt schon. Gibt ja zur Zeit ganz schön viel. Lassen Sie sich Zeit. Nein, ich glaube, das ist scharf. Das ist sehr gut. Mhm, okay. Dollar 50, okay. Alles klar, perfekt. Hier, bitteschön. So. Dann viel Spaß mit dem Messer. Sehr gut, vielen Dank. Gerne. Super. Geht doch. Alles klar. Adios. Auf Wiedersehen. Was hast du bezahlt? $4. $4? Ja. Okay. Guck ihn mal an. Ich sehe aus wie von Jeepers Creepers. Die Hände hoch, das ist ein Überfall. Schon der sicher? Oh nein, doch nicht. Sieh das aus, das macht mir Angst. Hm? Sieh das aus, das macht mir Angst. Warum? Lass mal hier zum Schmuggler gehen. Oder? Oder? Meine Flinte, ja. Meine Flinte ist bereit. Mhm. Dann gehen wir mal da hoch, komm. Mhm, du doch. Du, sag mal. Was denn? Ich hab noch eine viel schlimmere Idee. Oh. Was? Oh Gott, warte kurz. Wir gucken erstmal hier. Ah,
Bis gleich. Okay, na gut. Komm mal kurz mit. So, wie wär's denn? Komm mal her hier. Also nur für den Fall, du seist bereit, nochmal Geld auszugeben. Ja. Yeah. Nur mal der so der Fall. Also diesen yeah. Mantel, den ich hier hab. Ja. Yeah. Nur mal die Vorstellung, okay? Ja. Yeah. Den gibt's noch in anderen Farben. Ja. Yeah. Ich überleg mal, wir haben beide so einen. Oha. Okay. Und jetzt hole ich mir auch so eine Jacke wie du. Ja, oh. Das heißt, wenn es warm ist, sehen wir gleich aus. Mhm. Wenn es kalt ist, sehen wir fast gleich aus. Stimmt. Aber wir sehen immer gleich gruselig aus. Das stimmt. Und wenn es scheiße warm ist, dann ziehen wir die Jacke aus. Hast recht, ja. Oha. Ja. Ja, das finde ich gut. Sollen wir mal schauen? Mhm. Das ist halt ein bisschen heftig, oder? Wenn wir beide so ein Ding haben. Oh, ein kleiner Friedhof. Ach so, ich habe ja noch die hier, ne? Pass mal auf. Was ja. Ist da noch? Guck. Der Waffengürtel. Mit Messer. Ja. Tatsächlich, stimmt. Ist auch gut zum Jagen dann. Mhm. Da ist jetzt die Frage, wie sieht das aus, wenn wir beide schon eine Jacke haben? Du weißt sehen es nicht. Sehen wir dann aus, als hätte Mama uns gleich angezogen? Ja, sehen wir dann albern aus oder ist das dann gruselig oder ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich finde es so fast besser. Wie jetzt ist, oder? Finde ich irgendwie auch. Abend. Abend. Was hat der Ding? Was hat die gesagt? Keine Ahnung, die lacht schon. Wahrscheinlich über uns. Na, schlag einfach den noch vergehen. Howdy. Ach, weißt du, was wir probieren könnten? So einen Esel abknallen und so eine Kuh abknallen. Könntest du dir auch schon eine Maske holen? Ja. Yeah. Und dann? Und dann werden wir Viehdiebe. Hm. Klingt interessant.